Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Pokémon Blood Green Nuzlocke Challenge, immer noch auf Island 6, meine Güte, da kommen wir ja gar nicht mehr runter von dem Trip. Mann, war der gut. So, Big Balls lasse ich einfach mal vorne, auch wenn das ging, ja doch, müsste schon so funktionieren. Das müsste ein Wanderer sein, aber ich glaube, hier gibt es auch tatsächlich noch Archäologen, die es, glaube ich, auch nur auf dieser einen Insel hier gibt. Aber sicher bin ich mir da nicht. Oder war das auf Island 7? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. War das sein einziges Pokémon? Ich glaube, das war sein einziges. Dann setze ich nur hier. Ne? Ne? Ich habe gerade vergessen, wie die Attacke hieß. Sonnenstrahl? Nee, wie hießen die nochmal? Meine Güte, meine Güte. Ich habe es gerade vergessen. Sonst hätte ich noch Sonnentag eingesetzt, bevor ich Solarstrahl stimme. Sonnenstrahl hört sich auch total doof an. So. Klasse. Was könnte ich euch erzählen? Ich bin, ja, recht fröhlich, weil, ja, gerade Schule aus war und so. Und ich jetzt dann nach der Schule so aufnehme. Spezialangriff plus 0, das gefällt mir nicht so gut. Das gefällt mir wirklich nicht gut. Was soll denn das? Mann, Mann, Mann. Maschok, geil. Hatte doch noch ein Pokémon, aber bei dem setze ich sowieso Konfusion ein. Dementsprechend war das kein Fehler. Ja, ich kam gerade von der Schule, es ist 15:30 Uhr jetzt. Also ich kam schon um 15 Uhr heim, weil heute hatte ich 7 Stunden Schule. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass da kein Bus fährt, sondern ich irgendwie anders nach Hause kommen muss. Ich könnte natürlich Fahrrad fahren. Das dauert vielleicht eine Viertelstunde. Aber ich habe keine Lust, den Berg hochzufahren. Also mache ich das schon mal nicht. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, mit der OEG zu fahren. Das habe ich auch gemacht. Da muss ich erstmal 5 Minuten hinlaufen, dann noch 2 Minuten warten. Und dann 2 Minuten OEG fahren und dann nochmal 5 Minuten laufen. Kommt von der Zeit her ungefähr auf selber. Na, nicht mal. Also von der Zeit her dauert das schon ein bisschen länger, würde ich sagen. Aber es ist einfach ein bisschen gechillter und nicht mit Fahrradfahren verbunden, genau. Aber nächste Woche werde ich, denke ich, Fahrrad fahren, weil, ganz ehrlich, mittwochs, ja, da ist so ein bisschen Aufnahmetag und da schadet es nicht, wenn ich ein bisschen früher zu Hause mal bin. Dementsprechend, nächste Woche wird Fahrrad gefahren. Nehme ich mir jetzt mal so vor, ob ich es dann wirklich mache, ist auch wieder eine andere Sache. So, wie komme ich dann da an das Item ran? Ich kann generell hier sowieso nur den einen Stein hier wegschieben. Das ist der einzige, den ich bewegen kann. Dann mache ich den hier nach unten, den hier nach da und den hier nach oben. Mann, bin ich gut. War ein schwieriges Rätsel. Sonnenstein, juhu, der bringt mir, glaube ich, momentan nicht so viel. Auf jeden Fall, um das jetzt endlich mal zu Ende zu bringen, bin ich dann nach Hause gekommen und dann mache ich mir da immer noch ein bisschen was zu essen, weil, ja, der Mensafraß ist nicht so gut und wir haben nur 20 Minuten Pause, wenn wir 7. Stunde haben. Dementsprechend kann man da jetzt auch nicht so viel in sich reinhauen und ja, dann ist es ganz schön. KP plus cool. Das werde ich direkt mal verwenden. Ups, das wollte ich gar nicht. AP plus haben wir auch noch. Ah ja, das wollte ich aber für was anderes nehmen. Okay, und zwar, wer hat denn wenige KP? Glubsch eigentlich. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel hat das gebracht? 2, 1, so. 1, okay. Toll. Naja, immerhin besser als nix. Auf jeden Fall, ja. Habe ich mir dann noch was zu essen gemacht. Ein paar schöne Suppenmaultaschen. Ja, Maultaschen. Wow. Maultaschen sind der Wahnsinn. Maultaschen sind Beste. Sage ich euch. Maultaschen. Wer das nicht kennt, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das in Nord. Ja, also in Norddeutschland gibt es das, glaube ich, schon im Supermarkt. Ich meine, das da schon mal gesehen zu haben. Aber das ist da vielleicht nicht so verbreitet wie im schwäbischen Gebiet hier. Na, ich wohne eigentlich nicht wirklich im schwäbischen Gebiet, aber so in der Nähe. Und Maultaschen sind auf jeden Fall solche, ne, Nudeltaschen, wo die gefüllt sind mit so Fleisch-Irgendwas-Mischung. Ist noch irgendwas anderes dabei, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall beste Sache. Schmeckt mir super! Und außerdem gehen die recht schnell, da sind 10 Minuten fertig und dafür richtig gut. Könnte es wegen mir jeden Tag geben, also hätte ich wirklich nichts gegen. Pardon! Da wird.
Aber ja, das war jetzt nur mal so ein bisschen aus der Story herausgegriffen. Ich habe ja im letzten Part schon so ein bisschen was zur Schule und so weiter gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, dann haust du die Story auch noch raus. Moment, Sonnentag ist noch aktiv, dann bashe ich damit auch einfach weiter rein. Auch wenn das jetzt auf Kangama nicht mehr sehr effektiv ist. Aber wenn das Sonnenlicht schon so motiviert scheint, dann muss das auch sein. Ich hatte heute auch Schwimmen, juhu. Also in der Schule. Ging aber sogar, das, um ehrlich zu sein, manchmal schon ganz lustig. Also das Schwimmen an sich nicht, aber vor dem Schwimmen, wenn geschaut wird, ja, wer ist denn da und wer fehlt? Denn, ja, es gibt tatsächlich welche, die bei 4-mal Schwimmen bisher noch kein einziges Mal mitgeschwommen sind. Und die meisten haben dann auch nie eine Entschuldigung dabei. Also heute, wir sind 28 in der Schwimmklasse, die ein bisschen blöd eingeteilt ist. Das habe ich auch im letzten Part gesagt. Und davon sind heute, glaube ich, sogar 18 mitgeschwommen oder so. Also es haben nur 10 gefehlt. Letztes Mal waren wir 13. Also vorletztes Mal, das nicht heute, sondern die Woche davor waren wir 13 von 28. Also hat mehr als die Hälfte einfach mal gesagt, nee, kann heute nicht mitschwimmen, bin leider krank oder hab meine Sachen vergessen oder so. Auch wenn das natürlich Sachen vergessen, das kommt halt nicht so gut bei der Lehrerin an, ne, aber geht, komm. Einmal darf man das. Ich bin dieses wirklich jedes Mal bisher mitgeschwommen, obwohl ich überhaupt keinen Bock drauf habe, wie alle. Und ja, da bin ich schon ziemlich stolz drauf, muss ich sagen. Also, hätte ich nicht von mir erwartet. Naja, vielleicht, genau. Mogelbaum, cooles Pokémon. Muss ich schon sagen. Rückenzug, was ist das denn? Kann ich fliehen? Ja, das bringt ja extrem viel. Bringt ja extrem viel. Ich könnte natürlich auch fliehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich jetzt auch nicht auswechseln kann. Dann wäre das natürlich zumindest so einigermaßen schlau gewesen. Wenn das so ist. Könnt ihr ja mal schreiben, falls ihr Bock drauf habt. Oder falls ihr hier noch zugeschaut habt, überhaupt. Aber ich habe da ja so meine Leute, die das machen. Die Bros. Und Schutz wirkt nicht mehr, ist mir recht egal. Was liegt hier denn Schönes? Ich habe voll den Umweg hierfür gemacht, eine Top-Genesung. Hat sich's dafür gelohnt? Ich würde sagen, ja, zumal da noch ein Trainer war, den ich sowieso auch noch erledigen wollte. Also wäre das schon in Ordnung, hier den kleinen Umweg zu machen. Ansonsten gibt es auch noch zu sagen, gleich ist relativ in 1,5 Stunden Streamstars Abo-Special-Raum MKW-Bedöns. Und da bin ich auch mit dabei, mit am Start. Und da habe ich schon ziemlich Bock drauf, also, ja. Ich konnte mich heute entscheiden, was ich so aufnehmen wollte. Ich habe erst gedacht Super Mario Galaxy, aber dann habe ich mir gedacht, wenn du dann später MKW fährst, dann musst du ja die Disc wechseln. Das wäre ja nix. Ist ja auch riesen der Aufwand. Ist echt enorm der Aufwand. Und da hatte ich tatsächlich keine Lust, jetzt irgendwie die CD zu wechseln. Zumal ich sie zweimal hätte wechseln müssen. Einmal MKW raus und SMG rein und dann wieder SMG raus und MKW rein. Und ja, das war mir eindeutig zu viel Aufwand, deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimmst du lieber eine gepflegte Runde Pokémon auf. Vielleicht nehme ich gleich auch noch einen Part von Rollercoaster Tycoon 3 auf. Ist ja beides am PC. Also passt das ganz gut. Wii wird dann heute nicht aufgenommen. MKW habe ich sowieso noch im Vorrat jeweils einen Part für Custom Tracks und einen Part für MKW. Also geht das schon klar und also das ist zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Ob das dann, wenn der Part hier ist, auch noch so ist, ist fraglich. Ansonsten, ja, Super Mario Galaxy, nehme ich dann irgendwann anders auf, einfach. So, Solarstrahl. Also die Gesteinstrainer sind eigentlich ganz nice, weil mit Sonnentag ist man da immer ganz gut am Start in Solarstrahl. Das läuft gerade so von der Kippe. Natürlich wird es mit Aquana nochmal ein Stückchen besser gehen. Weil da würde ich mir eine Runde theoretisch sparen, aber das hat ja schon das höchste Level, das schöne Aquana. Das hat ja schon das höchste Level.
Und letztens war ich auch wieder bei so einer kleinen, wie könnte man das nennen, Community-Aktion dabei. So nenne ich es mal. Beim guten Vincenity, der irgendwie die 100 Abonnenten geknackt hatte. Und ja, da wurde dann von mehreren Leuten zusammen ein Video gemacht. Beziehungsweise einer hatte die Idee und hat dann gemeint, yo, könnt ihr nicht irgendwie ein Video machen, in dem ihr dem gratuliert und mir das dann schicken. Und dann laden wir das an seinem großen Tag, an dem der 100 Abonnenten bekommen hat, hoch. Finde ich immer ziemlich cool. Also falls ihr auch sowas vorhabt von jemandem, wo ihr denkt, dass ich den schaue oder wo ihr schon Kommentare von mir gelesen habt, dann fragt mich nur. Ich bin da immer dabei. Das Ganze, ich war auch schon bei Wollo irgendwie einem Glückwunsch dabei. 6000 Abonnenten war das, glaube ich. Das war auch sowas in der Art. Dann, wem habe ich denn noch so gratuliert? King Jingerling, das große King Jingerling ABC, das war natürlich auch da mit am Start. Also ich war da schon ein bisschen häufiger dabei. Dexter, als der die 1000 erreicht hatte. Ja, finde ich immer wieder gut. Also ich denke auch, dass sich diejenigen, an die das Video gerichtet ist, dann auch so einigermaßen freuen. Deswegen mache ich auch Best-ofs, weil zum einen für die, die die Projekte gemacht haben, und natürlich eben für die Zuschauer, denen die Projekte gefallen haben und die einfach nochmal so einen kleinen Rückblick machen können dann, was denn so coole Momente waren. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mache das auch eher für die Leute, die das LP gemacht haben. Zumindest hoffe ich immer, dass die das sehen und auch irgendwie einen Kommentar dazu abgeben. Das war nicht immer der Fall, aber meistens schon. Vor allem bei den kleineren eben. Wenn ich jetzt von Wolo 1 mache, da kamen zwar früher auch immer Kommentare rein, aber jetzt bei dem SMG-Dingens, das jetzt schon seit einer halben Woche oben ist, kam jetzt noch keins von ihm. Aber das kann man ihm auch nicht übel nehmen. Ich habe ihm nur per PN geschrieben, dass das oben ist und dass er, wenn er Lust hat, mal reingucken kann. Oh lol, das wollte ich gar nicht ansetzen. Da bin ich aus Versehen auf eine falsche Taste gekommen, mal wieder. Oh, Vergeltung, das tut glaube ich weh. Ja, okay, bei Coco war jetzt nicht so. Aber wenn das irgendwie ein anderes Pokémon erwischt hätte, dann wäre das nicht so gut ausgegangen. Konfusion wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, würde ich sagen. Aber so einigermaßen. Ah doch, reicht sogar. Cool. Vielleicht hat er ja noch ein Maschumai. Und ich glaube, ich habe Island 6 mit Island 7 tatsächlich verwechselt. Weil, glaube ich, gleich die Stelle kommt, die ich gedacht hätte, dass die... Ah, nee, habe ich gar nicht. Im letzten Part habe ich es nicht gedacht. Aber jetzt habe ich es wieder gedacht, dass ich es gedacht hätte, dass ich es gedacht habe. Egal. So, Konfusion, das müsste dann theoretisch ja auch schon reichen. Juhu! Jetzt habe ich euch so ein bisschen was erzählt, was denn gerade so bei mir abging heute. Und ja. Jetzt wenden wir uns wieder dem schönen Pokémon-Spiel zu, wo ich tatsächlich jetzt hier die ganze Route gemacht habe. Das ist der Wansee, nicht das. Ich glaube, hier hinten dürfte... Moment, ich gucke lieber mal nach. Vielleicht ist da hinten ja ein Item oder so, das voll cool ist, was ich noch nie gesehen habe. Und dann stehe ich doof da, wenn ich es nicht geholt habe. Nein. Ja, hier haben wir... Die Tür bewegt sich nicht. Sorgfältig untersuchen? Ja. Bei näherer Betrachtung sieht man, dass mehrere Punkte auf der Tür sind. Okay. Da ich das Spiel natürlich kenne, weiß ich, was man hier machen muss. Und zwar müssen wir Zerschneider einsetzen. Bam! Und dann ist die Tür offen, weil da stand Zerschneider. Oder so, irgendwas in der Art. Oh nee, Punktloch, das war das hier. Ja, das ist jetzt nicht so cool. Hier muss man immer runterspringen und dann kommt hier so ein Ding und das sagt einem theoretisch, falls man irgendwie eine Ahnung haben könnte, was das bedeuten soll, was aber nicht der Fall ist, wo man hin muss. So, das hier könnte doch eigentlich, ja. Ich probiere einfach mal aus. Das sind die ersten drei, so. Das ist jetzt so ein bisschen Rate-Rate-Spiel. Vor allem am Anfang, weil man da noch keine Ahnung haben kann, was was ist. Okay, das auch nicht. Ja, da muss ich jetzt einfach ein bisschen ausprobieren. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von dem Weg. Wahrscheinlich ist es das Letzte, was ich probieren werde. Nee. Okay, das hier sieht schon mal ganz anders aus. Ja, doch. Ich würde sagen, rechts. War klar, dass es falsch ist. Vielleicht haben die ja so ein kleines Muster da drinne.
Und jetzt ist es hier. Nein, haben sie nicht. Okay. Verdammt. Wo war es jetzt hier nochmal? Oben, oder? Ich glaube oben. Dann gehen wir hier mal nach links. Okay, oben und links. Oben, links. Rechts, unten, würde ich sagen. Oben, links, rechts, unten. Oben, links, rechts, unten. Genau. Und was haben wir hier denn? Den Saphir gefunden, von dem uns Celio irgendwie berichtet hatte. Und what the... Wo kommt der denn her? Ich habe richtig geraten. Ich tat gut daran, dir zu folgen. Was? Okay, den habe ich die ganze Zeit gar nicht gesehen, dass der hinter uns war oder so, aber egal. Ich wusste, dass es hier einen Saphir gibt. Also gehört er mir. Ja, ich wusste auch, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gefunden. Ich verkaufe ihn für viel Geld an Team Rocket. Stör mich nicht so an. Wenn du ihn wieder haben möchtest, warum versuchst du es nicht, nachdem ich ihn verkauft habe? Ich werde dir auch eines der Passwörter für das Lager von Team Rocket. Das Passwort, das ich kenne, lautet Makuhita Atihu Kam. Vorbei. Nichts für ungut. Ach, du bist ein Arsch, ne? Schnappst mir hier wieder meinen Edelstein weg. Und was steht hier für ein Spaß? Alter. Okay, da steht eine ganze Menge. Das ist wahrscheinlich irgendein Satz oder so, den man theoretisch entziffern könnte. Ich aber nicht. Dementsprechend ist das mir jetzt doch recht egal, was da so stand. So, Pokémon. Fliegen. Ich würde ganz gerne nach... Ist das hier Island? Ne, das ist Island 7. Verdammt. Dann gehe ich erstmal sowieso in Pokémon Center und dann gehen wir nochmal zu Island 5 zurück und machen da das Rocket Lager. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Ich werde da bloß noch kurz hinchecken. Also falls ihr euch irgendwie eine Minute Leben nicht verschwenden wollt, dann könnt ihr jetzt abschalten, theoretisch. Aber auch nur theoretisch. Ihr könnt natürlich auch noch weiter schauen, weil ihr so nett seid und meine Zuschauerbindung bei den Analytics besser machen wollt. Aber nee, müsst ihr nicht. So, weitere helfen. Oder was? Hier? Nee, es war 5, glaube ich. Müsste 5 gewesen sein. Bin ich hier jetzt richtig? Bitte! Danke! Ja, das müsste richtig sein. Und das müsste nicht nur richtig sein, das ist sogar richtig. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Bis dann, Leute! Und ciao!